Es sind Mächte am Werk, die ja alles kaputt machen wollen, auch uns, wenn die Grundrechte, die ja letztlich auch Bausteine sind, die uns tragen, kaputt gemacht werden sollen, dann heißt das im Grunde, hier ist ein Angriff gegen den, der das Leben uns geschenkt hat, letztlich gegen das Leben, denn von dem leben wir. Und wer will uns kaputt machen? Das ist der, der gegen Gott steht, derjenige, der ja, der gegen ihn kämpft. Das in der Bibel nennt er sich Satan oder wird Satan genannt. Es sind hier zwei Mächte. Der Böse hat seine Werkzeuge, ich denke, in denen, die uns kaputt machen wollen. Das hat, die Bibel nennt das Sünde, Schuld. Es ist eine große Schuld in unserem Land. Wir haben uns von Gott abgesagt. Wir wollen alleine gehen. Und da ist eben die andere Macht, die das Negative will und die auch Menschen sozusagen so Werkzeugen macht. Wir haben eine Situation, wo es darum geht, dass der Teufel, sage ich das einfach mal so unverhohlen, unser Leben sozusagen in die Macht bekommen will und auch lenken will und kaputt machen will letztlich. Denn er steht gegen Gott. Gott will das Leben. Gott hat uns das Leben gegeben. Er hat in Jesus gezeigt, dass er die Liebe, die Wahrheit, den Frieden uns geschenkt hat und erhalten will und dass wir in dieser Richtung auch unser Leben ausrichten dürfen. Wir dürfen leben. Er ist dafür gestorben, dass man ihn nicht wollte, weil er eben das Leben geschenkt hat, weil er den Menschen geholfen hat. Der Böse will das nicht. Jesus ist gestorben, er ist gekreuzigt worden, weil eben die, die gegen ihn standen, das nicht ertragen haben. Ja, ich stehe hier, weil ich eben denke, was wir hier erleben, ist ein großer Kampf zwischen Gott und seinem Widersacher, aber dass Gott im Grunde der ist, der am Ende siegen wird. Ihr habt sicher schon von der Offenbarung gehört, dem letzten Buch der Bibel. Da ist das eigentlich alles beschrieben, was in den letzten Tagen kommen wird, in den letzten Tagen, also in der letzten Phase unserer Geschichte, unserer Weltgeschichte. Und wer das tut, das mal zu lesen, der wird merken, ja, irgendwo könnten wir uns da drin befinden. Vielleicht am Anfang erst. Und es wird noch dicker kommen. Es wird noch schwerer werden. Wenn man die Offenbarung liest, dann merkt man, ja, hier sind Mächte am Werk, die das Leben kaputt machen wollen. Und auf diesem Hintergrund will ich einfach hier ein Gebet sprechen zu Gott, weil er der Herr ist und weil er über allem steht. Ja, Jesus, wir danken dir, dass du von Gott gekommen bist, der uns die Liebe gebracht hat, die Wahrheit, den Frieden, all das, was unser Leben trägt. Wir erleben, dass Menschen, politische Parteien, das kaputt machen wollen und uns die Lebensgrundlage nehmen, die eigentlich letztlich von dir kommt. Aber wir vertrauen dir, du hast es bewiesen, du bist, hast Jesus auferstehen lassen, dass du das Leben bist und uns auch zum Leben führen willst, hier zum Leben und den Leben in Ewigkeit, dass du ein Konzept hast für unser Leben, das sich durchsetzen wird, weil du der Herr bist. Und so danke ich dir für das, was wir jetzt erleben, nicht weil es so gut ist, sondern weil darin deutlich wird, du lässt das zu, aber das wird nicht das Ende sein. Das Ende wird das Leben sein, das du uns geschenkt hast und das du uns verheißen hast. Und ich bitte dich, dass du uns allen dieses Vertrauen schenkst zu dir und dass wir Kraft daraus schöpfen, dass du da bist und dass du es gut mit uns meinst, dass wir die Verbindung zu dir suchen und auch in dieser Verbindung uns immer wieder stärken lassen gegen all das Böse, das gegen uns angetreten ist und immer noch weiter sich entfaltet. Ich glaube dir, du bist der Herr und ich will das bekennen und dir danken, dass du jeden von uns das Leben schenken willst und jeden von uns auch durch diese schwere Zeit hindurchführen willst. Gib uns den Glauben, das Vertrauen, dass wir diese Zeit gut
durchstehen und noch viele mitnehmen auf den richtigen Weg, nicht den Weg des Bösen, sondern den Weg des Guten. Jesus, du bist der Gute. Gott ist gut. Das steht in deinem Wort und das glaube ich. Danke. Amen.